Radio Namibia. Namibia am Wochenende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4x4 Passion. Ich bin Christine. Und ich bin die Doro. Und das ist Miss Liberty, mit der wir 6 Monate durch südliche Afrika gereist sind. Wir freuen uns riesig, dass wir euch das Auto hier mal vorstellen können. Ja, unsere Miss Liberty ist ein Defender TD5, Baujahr 2003. Hat jetzt 240.000 Kilometer gelaufen, davon die letzten 20.000 im südlichen Afrika. Wir haben uns für Miss Liberty entschieden, die hat uns auf Anhieb gefallen. Ja, Miss Liberty ist es geworden, weil die einmal eine gute Historie hat. Die hat schon einiges an interkontinentaler Erfahrung. Die war auch schon in Südamerika, die war schon in Australien unterwegs, war deswegen schon ganz gut ausgestattet. Wir haben sie noch ein bisschen fein getuned. Und sie hatte auch von Anfang an, hatten wir einfach ein gutes Gefühl. Und wir wollten definitiv ein Auto haben, wo wir nicht über ein Dachzelt oder über eine Dachkonstruktion nachts das Auto verlassen müssten oder in einem Notfall das Auto verlassen müssten. Ja, Miss Liberty, dunkelgrün metallic. Man sieht, sie ist ein paar Mal durch den Busch gefahren worden. Wir hatten da schon einige interessante Buschbegegnungen auch mit. Sie hat ein Hubdach. Klappdach, ich denke, das zeigen wir später dann auch mal. Ansonsten unser Blog Miss Liberty on Tour, wer sich später für die Tour mal interessieren sollte. Sie ist ausgestattet mit einem Doppeldieseltank. Wir hatten trotzdem immer auch noch einen Ersatztank dabei, hatten auch noch mal zusätzlich einen Wassertank dabei, obwohl sie auch hier schon einen integrierten 45 Liter Frischwassertank hat. Wir können mit dem Frischwassertank nicht nur innen ein Waschbecken bedienen, sondern auch hier außen eine Außendusche bedienen. Wir haben hier, das ist glaube ich ein Klassiker, kleine Ablage, das hat uns immer als Außenküche gedient. Ersatzrad haben wir hinten drauf, Leiter oben drauf, unser Dach ist voll begehbar. Wir haben oben die Solarpaneele auch drauf, Stromwechsler, also ein Wechsler drin, damit wir auch eine Steckdose nutzen können, USB-Anschlüsse und so weiter. Auf dieser Seite haben wir jetzt nicht mehr installiert, da war eben der Wassertank und der Dieseltank. Wir hatten hier auch noch so eine kleine Box von der Bundeswehr, so eine kleine Munitionskiste, da war ein Teil unseres Werkzeugs auch mit drin. Und ansonsten Schnorchel, klar, den braucht man. Wir haben nicht so viele Wasserfahrten gehabt, aber dafür sehr intensive Wasserfahrten. Da war uns der Schnorchel schon sehr hilfreich. Hier haben wir die Schnallen, die man einmal öffnet. Dann macht die Christine von innen gerade so Gurte los. Und dann kann schon losgehen. So, fertig. Geht schnell, ne? Also hier haben wir unser Lattenrost. Das kann man ganz einfach hochheben. Und dann hat man hier wunderbar viel Platz drin. Wisst ihr, von wem das Hubdach ist? PSP Expeditions, glaube ich. Die sitzen, glaube ich, in Holland, ne? Genau. Hier drin haben wir einen Gaskocher, einen Dieselkocher, schöne Herdplatte. Dann haben wir hier ein Waschbecken, Mädels-like, auch schön mit Spiegel. was haben wir denn noch? Hier haben wir unsere einzelnen Klappen. Hier hatten wir immer praktisch Lebensmittel drin. Dann haben wir hier Kochtöpfe und Teller drin. Und hier halt auch so verschiedene Lebensmittel und so. Und diese Sachen zum Beispiel haben wir in Namibia kaufen können. Das waren total praktische Stapelboxen. Hier ist auch der Schlauch für unsere Außendusche, die man hier anstöpseln kann. Hier ist eine Pumpe auch noch drin dann. Hier haben wir unsere Campingstühle. Und der Tisch, der ist hier.
Hier haben wir unsere Thermomatten für Sichtschutz. Haben wir auch schön im südafrikanischen Schwefelmuster selber genäht. Hier das Campcover war auch sehr praktisch. Da haben wir alle unsere Sachen. Hier sehe ich gerade noch was. Hier hatten wir auch Kisten. Da hatte jeder praktisch seinen eigenen Schrank. Also jeder hat für die 6 Monate eine Kiste gehabt. Für Mädels auch nicht ganz so einfach. Hier ist noch eine Kiste weiterhin. Da hatten wir so Werkzeug und ach, alles Mögliche halt praktisch drin. Und dann ist hier noch eine Kiste. Das war ursprünglich eine Kiste, wo auch so ein Porta-Potti reinpasst. Und das haben wir aber uns auch dagegen entschieden, weil das muss man ja irgendwie entsorgen und wohin damit in Afrika. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen das nicht. Wir haben so ein Dreibein gehabt, wo man wie so eine Hundetüte hätte reinstülpen können und dann hätten wir da mal drauf gehen können, haben wir aber auch nie genutzt. Und hier haben wir eigentlich während der Fahrt eigentlich immer so 60 Liter Trinkwasser als Reserve gehabt, weil falls man mal liegen bleibt in der Hitze, dann ist ja immer gut, wenn man ein bisschen Wasser dabei hat. Hier hinten haben wir noch, das siehst du wahrscheinlich jetzt nicht, einen kleinen Kühlschrank. Der muss so ein bisschen, der ist wirklich sehr klein, so ein bisschen wie Tetris, alle schön bepackt werden. Die Südafrikaner haben uns auch immer sehr belächelt, weil die natürlich tonnenweise Fleisch mitschleppen und das wäre für die nichts gewesen. Was gibt es noch zu sagen? Ach so, das haben wir natürlich jetzt zugeklappt. Wir haben da oben noch ein Moskitonetz, weil es ist natürlich auch Malaria da und Mücken. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsorgen. Außer natürlich sprühen haben wir da das Moskitonetz und doppeltes Netz. Und hatten auch praktisch, wo es ganz klar war, wo noch Mückengefahr oder Malaria-Gefahr ist, hatten wir hier einen Magnetstreifen reingemacht. Und haben dann mit Magneten nochmal ein Moskitonetz, ach hier sieht man das, praktisch konnte man das Moskitonetz nochmal mit den Magneten nochmal festmachen, also doppelten Schutz. 6 Monate auf so einem kleinen Raum, geht das gut? Hat euch was gefehlt? Nein, also es geht tatsächlich irgendwie, man kann wunderbar auf dem kleinen Raum leben. Ein, zwei Mal in der Hitze war das so, dass einer mal gesagt hat, boah, lass mich mal in Ruhe, ich muss mal hier, geh du mal raus, ich brauche den Platz mal für mich alleine. Aber alles hat super funktioniert. Das Bett ist ja mit 1,30 oder 1,33 auch nicht wirklich breit. Ging aber auch. Das Einzige war wirklich schlimm in der Hitze. Einmal im Krugerpark, da war es wirklich so heiß. Da haben wir uns mit nassen Frottetüchern zugedeckt und der Schweiß ist trotzdem gelaufen. Aber ja, war super trotz alledem. Ansonsten, wie ist das südliche Afrika als Reiseland? So mal kurz zusammengefasst, außer dass es fantastisch ist. Ja, eigentlich hast du schon alles gesagt, das ist fantastisch. Nein, das ist einfach ein Traum. Es ist auch so vielfältig und die Leute sind freundlich. Natürlich waren vorher Verwandte und Freunde, die gesagt haben, oh Gott, muss es denn Afrika sein? Kannst du nicht irgendwo anders hinfahren? Und es waren so ein, zwei kleine Vorfälle, die vielleicht nicht ganz so gut waren, aber an sich, wir haben uns eigentlich immer sicher gefühlt. Da muss man natürlich dabei sagen, wir haben eigentlich auch nie wild gecampt, weil wir auch gedacht haben, mit 2 Frauen muss das auch nicht sein. Und in Südafrika wird davon auch abgeraten. Da haben die auch immer gesagt, dass wir uns die Finger abschneiden, sogar in Südafrika, weil die alle so brutal sind. Aber wir sind noch gesund und munter, alle Finger sind dran, wieder nach Hause gekommen. Wir haben mit dem Auto überhaupt gar keine Probleme gehabt. Wir haben motormäßig bei jeder Wind- und Wetterlage, bei jeder Temperatur überhaupt gar keine Probleme gehabt. Wir haben allerdings einmal selbstgemachte Probleme gehabt und das war gleich am Anfang unserer Tour, weil wir alle 4 Stoßdämpfer durchgebracht haben. Wir sind da nach Sossus Vlei gefahren. Es waren so gut 350 Kilometer, die wir durch die Wüste gefahren sind und hinterher fuhr der Wagen wie ein Kinderkarussell und schaukelte hin und her. Wir haben dann hinterher drunter geguckt und festgestellt, dass die Stoßdämpfer im wahrsten Sinne geschmolzen waren, haben dann 4 Tage in der Wüste gestanden und ein Buschmann ist nach Windhoek gefahren und hat Stoßdämpfer besorgt und sie uns mit 3 Jungs eingebaut, hatten dann also letztendlich Hilfe. Und ansonsten hatten wir überhaupt keinerlei Pannen außer diesen selbst zugefügten Schaden, weil wir den Reifendruck nicht weit genug runtergefahren hatten. Zusätzlich haben wir hier eine Winde, die war schon dran. Wir haben die bei einem Offroad-Training, ist die tatsächlich auch mal zum Einsatz gekommen. In Afrika ist sie durch uns gar nicht zum Einsatz gekommen. Wir haben sie Gott sei Dank nicht gebraucht. Und vorne ein zentrales Licht, wobei da gesagt sei,
Das ist in den südlichen Ländern Afrikas nicht erlaubt, hier in der Mitte so ein zentrales Licht anzubringen. Wir haben dann ein schönes Encounter mit der Polizei in Namibia beim Grenzübergang gehabt, die uns letztendlich dann dazu gezwungen haben, tatsächlich die Verkabelung durchzuschneiden und außer Betrieb zu nehmen. Wir haben das dann später wieder in Betrieb setzen lassen, aber haben das Ganze umgedreht, sodass es gar nicht als Licht erkennbar ist. Ansonsten muss man darauf achten, dass man schon diese Bestimmungen einhält, Reflektoren und so weiter. Das ist in Botswana anders als in Namibia und anders als in Südafrika, aber das sind eigentlich alles leicht lösbare Probleme. Ja, wir haben uns zu unserer Auszeit, die wirklich eine ganz lebensverändernde Zeit in unserem Leben gewesen ist, das hatten wir im Vorhinein auch schon geahnt, haben wir uns ein Motto überlegt. Und das Motto lag eigentlich auf der Hand. Von Nelson Mandela: It always seems impossible until it's done. Unser Auto haben wir deswegen auch mit Liberty getauft, weil sie uns eben die Freiheit gibt, mal ganz von zu Hause und von all den Zwängen, die man zu Hause hat, loszulassen. Und bei Miss Liberty kennen die meisten wahrscheinlich die Freiheitsstatue, deswegen haben wir auch diese Ente installiert. Ein bisschen hat uns das Herz geblutet, als wir den Spruch auch aufgemacht haben, in Erinnerung an Konstantin und Wendy in München, die die Miss Liberty vorher in Südamerika gefahren haben. Von hier schönen Gruß an die beiden. Also das können wir nur jedem empfehlen. Das war unser Multifunktionstool. Das war ursprünglich als Waschmaschine gedacht, die dann halt während der Fahrt rüttelt. Aber dann haben wir nachher Holz drin gesammelt. Es hat mal geregnet, dann haben die Vögel nachher drin gebadet. Wir haben Wasser drin transportiert. Ich bin leider auch einmal drüber gefahren, weil ich es vergessen habe. Es war ein Tritt, genau, um höher ranzukommen. Und ich weiß nicht, wir haben das irgendwie ständig irgendwie gebraucht, das Ding. Ne? Also am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, dieses Fass, wir werden es irgendwo unterwegs stehen lassen. Aber ganz im Gegenteil, es ist es uns wirklich wert gewesen, das jetzt wieder mit nach Hause zu bringen, weil es wirklich so vielfältig einsetzbar ist. Oder gerne genommen auch nicht nur als Tritt, sondern vor allem, es hat an der Hecktür auch über Nacht gestanden, dieses Fass, weil es Ablage war für eine unserer Sicherheitseinrichtungen, nämlich ein paar Herrenschuhe in Größe 49. Das sollte dann einem potenziellen Neugierigen signalisieren, dass da ein ganz großer, starker Mann in dem Auto ist und dass er gefälligst die Finger davon lassen soll. Was man natürlich braucht für so eine Reise, ist dieses berühmte Carnet de Passage. Das kriegt man beim ADAC. Ein bisschen Formalität und Geld, aber dann hat man es und das braucht man halt dafür. Das wird dann überall an der Grenze abgestempelt. Und dann zur Verschiffung haben wir uns natürlich schlau gemacht und das war dann so ein bisschen, wie machen wir das Container oder Roro, dieses Roll-on, Roll-off. Haben uns für den Hinweg für diese Roll-on, Roll-off-Geschichte entschieden. An sich ist auch, wir haben auch alles im Auto unverschlossen gelassen. Also der Gedanke war, wenn jemand jetzt unbedingt was klauen will, dass er nicht die Schränke aufbricht. Am Ende ist der Kühlschrank, obwohl er ja offen war, da doch irgendwie den Deckel ausgehebelt und da war aber da nichts drin. Und in einem Fach haben sie ein bisschen Dosenöffner und einen Kaffeebecher geklaut. Besteck. Und ein bisschen Besteck. Das war es eigentlich. Da konnte man gut mit leben. Genau, zur Verschiffung sei noch gesagt, wir haben das ganz gut recherchiert. Wir haben immer wieder in Foren auch geguckt und haben uns da die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Auf dem Rückweg haben wir dann Container verschifft. Das war aber eigentlich eher eine Frage der Verfügbarkeit, weil aus Kapstadt, so sagte man uns, geht überhaupt gar keine Roro-Verschiffung. Ansonsten könnten wir noch empfehlen, auf jeden Fall sich gesundheitlich gut vorzubereiten. Wir haben verschiedene Impfungen gemacht, wir haben eine Notfallapotheke dabei gehabt. Wir haben mehrere Nächte auch in Miss Liberty tatsächlich mal verbracht, um zu gucken, wie sind so unsere Routinen, was uns so ist und so wichtig im Innenausbau. Ganz wichtig, man hat auch nicht überall Internet und Google Maps. Also wir haben uns rechtzeitig vorher zum Beispiel auch von allen Ländern gute Papierkarten besorgt. Wir haben uns dann doch häufig auch daran orientiert. Es gibt eine Vielzahl an Tipps und Tricks und Dingen und Überlegungen. Und wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal bei uns im Blog umschauen. Wir haben da auch einen Artikel zu Ein-, Aus- und Umbau, aber wir sind da auch per Mail erreichbar. Genau. Eine Frage, die immer kommt und die wird auch bei euch kommen. Mit was muss man ungefähr an Kosten rechnen für 6 Monate? Was sollte man im Hinterkopf haben? Also wir haben pro Nacht ungefähr 6 bis 10 Euro bezahlt pro Person.
weil wir ja nie wild übernachtet haben. Man kann das nach oben natürlich ausbauen, wie man möchte, wenn man jetzt in so einer Luxus-Lodge unterwegs ist. Sprit haben wir im Monat, also Diesel, ungefähr, würde ich sagen, 300 Euro gerechnet. Ansonsten ist das natürlich ganz schwierig, dazu eine Aussage zu machen. Ja. Wenn man jetzt den Kauf des Autos berechnet, die Verschiffung, da kann ich eine Hausnummer nennen, muss man ungefähr 5.000 Euro hin und zurück rechnen. Container etwas teurer als Roro. Ansonsten Lebenshaltungskosten da unten, Lebensmittel relativ günstig, aber auch das kann man günstig und teuer gestalten. Also wir haben uns gesagt, das ist die Zeit unseres Lebens und haben im Monat zwischen 1.000 und 1.500 Euro pro Person kalkuliert. Das haben wir auch ausgegeben. Wir haben das Liberty zwischendurch auch mal von Profis checken lassen. Wir sind aber auch zum Beispiel mal essen gegangen oder eigentlich relativ häufig, weil es auch so günstig war und wir dann zu bequem waren zum Kochen. Also wir haben uns schon auch was gegönnt, ne? Definitiv. Also das mit einer der schönsten Zeiten ist sicherlich Okavango-Delta gewesen. Wer sich da schon mal erkundigt hat, weiß, das ist natürlich auch nicht günstig. Aber wenn man schon mal da ist, dann sollte man sich auch überlegen, das mitzumachen. Gibt es schon Pläne für die Nach-Pandemie-Zeit? Wo geht es dann hin? Ach, am liebsten überall. Genau, also in der Pandemie-Zeit, wir wissen ja nicht, wie lange die gehen wird. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das noch länger gehen wird. Und ich denke, da ist erstmal jetzt Europa angesagt. Die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. Wir haben die Arbeitszeit ja genutzt, beziehungsweise die Auszeit auch als Arbeitszeit. Na, eigentlich war es keine Arbeitszeit, aber wir haben es bezahlt bekommen von unseren Arbeitgebern, weil wir die gleiche Vereinbarung hatten mit den Arbeitgebern, auch wenn wir in unterschiedlichen Unternehmen tätig sind, dass wir die Zeit rausgearbeitet haben im Vorfeld. Wir haben die Stunden auf 30 reduziert, haben trotzdem 40 gearbeitet, haben dann auch Urlaub aufgespart und so weiter, sodass dann zu einem reduzierten Gehalt wir durchbezahlt wurden. Das ist natürlich einfach eine ideale Lösung. Vielen, vielen Dank.